du mir vielleicht weiterhelfen? Hm? Ich suche schon seit einer Stunde vergeblich den Bahnhof. Irgendwie, ja, ich habe auch kein Handy mit, ne? Das ist natürlich auf die Karte gucken. Den Bahnhof? Ja, genau, den Bahnhof. Ja, siehst du die Metzgerei hier oben? Metzgerei da oben? Ja, da habe ich mir gerade diese Würstchen gekauft. Mega lecker. Hier, wirklich gut gewürzt. Ja, die befriedigen mich jetzt nicht so. Ich stehe eher so auf die langen Gewürzpeitschen. Ja gut, Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Kommt halt auch immer auf den Appetit an. Ja, stimmt. Ja, achso, der Bahnhof, ja. Am besten gehst du einfach hier hoch bei der Metzgerei vorbei. An der Bushaltestelle vorbei. Okay. Und dann rechts runter, dann bist du da. Ja, klasse. Ja gut, danke dir. Hey und willkommen zu einer neuen Folge Komm schon. Heute mit der Frage der Fragen. Wie lang muss der Penis eigentlich sein? Ob man das so pauschal beantworten kann, das seht ihr heute. Fragen wie... Bist du schon drin? Ja, wieso? Oh. Oder... Wow, mal langsam mit den jungen Pferden. Was? Ich bin doch noch gar nicht ganz drin. Okay. Zu groß oder zu klein? Zu dick oder zu dünn? Gibt es eigentlich die perfekte Größe? Zunächst muss man erstmal wissen, wie man den Penis richtig misst. 13. Komm mal auf, um 20, oder? 20 Zentimeter. Also wenn mich mal fragt, 20 Zentimeter. Normalerweise misst man die Länge des irrigierten Penis von seinem Penisrücken, also der Oberseite, bis zur Spitze. Dazu wird ein Lineal oder ein Maßband am Penisschaft am Bauch angesetzt und bis zur Eichelspitze gemessen. Um den Penisumfang auszumessen, messt ihr am besten mit einem weichen Maßband. Und dafür wird dieses Maßband ohne Druck an der dicksten Stelle von eurem Penis angesetzt. Und am besten messt ihr etwas häufiger, um auch wirklich die dickste Stelle zu finden. Um jetzt die Penisbreite, also den Durchmesser, auszurechnen, müsst ihr einfach nur noch den Umfang durch Pi teilen, also durch 3,14159, bla bla, Mathe eben. Und welche Größe ist jetzt perfekt? Boah, ist ein Taschenrechner? Ist mit dem Pi, das schafft mich. Das sind keine 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. 20 Zentimeter sind in Wirklichkeit viel größer. In der Kürze liegt die Würze. 20 Zentimeter sind schon mal nicht der Durchschnitt, da können wir euch beruhigen. Zahlreiche Studien haben diese Fragestellung untersucht und haben ergeben, dass im Durchschnitt der irrigierte Penis bei 13,12 cm liegt und dieser im erschlafften Zustand bei 9,16 cm. Besorgniserregend wird es, wenn der Penis kleiner als 7,5 cm im irrigierten Zustand ist, denn dann spricht man von einem Mikropenis und das kann zu Problemen beim Urinieren und beim Geschlechtsverkehr führen. Dazu müsst ihr wissen, dass es zwei Arten von Penissen gibt, den Blut- und den Fleischpenis. Ja, und der sogenannte Fleischpenis wird im irrigierten Zustand nicht wirklich größer. Im Gegensatz dazu der Blutpenis, denn der wird bei einer Erektion deutlich größer als im schlaffen Zustand. Um das herauszufinden, misst ihr einfach die Länge des irrigierten Penis und teilt sie durch die Länge des schlaffen Penis. Ist das Ergebnis größer als 2, habt ihr einen Blutpenis. Ist das Ergebnis kleiner als 2, habt ihr einen Fleischpenis. Ja, und egal ob dünn oder groß, dick oder klein, es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Das meinte ich nicht. Natürlich meintest du das. Nein. Doch. Nein. Ja, worauf wartest du? Dass du aufschließt. Ich habe keinen Schlüssel dabei. Ich auch nicht. Schließt du doch. Ah, ich mach das schon. Fakt ist, jeder Penis ist einzigartig. Das hast du schön gesagt.
Ja, was denn? Ist doch so. Ja, das meinte ich auch ehrlich. Also, das sind schöne abschließende Worte. Ja. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob die Penislänge für euch beim Sex entscheidend ist. Ja, vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Glocke natürlich zu aktivieren. Ja, und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal.